Servus Leute und willkommen zurück zu Sims 3 Zocken meets Sport. Ja, das Spiel hatte mir mal wieder meine Optionen zurückgesetzt. Ich weiß nicht, was dieser Scheiß soll, dass das mir ständig meine Option, Entschuldigung, meine Option zurücksetzt. Das nervt ein bisschen, weil ich dann immer ständig wieder alles neu einstellen darf. Das ist echt ziemlich nervig, aber ich kann es ja leider auch nicht ändern. Ist ja jetzt so. Ich meine, ich kann das Spiel nicht umschreiben, dass es das nicht mehr tut. So, was ich eigentlich mal machen wollte, ist eine Playlist an so ein bisschen so GEMA-freier Musik und so zusammenzusuchen, wie hier für Sims. Ich bin allerdings noch nicht dazugekommen. Also für die Folge gibt es mal noch keine Musik. Für nächste könnte es sein, dass dann vielleicht mal so ein bisschen GEMA-freie Musik drin ist. Weil die Musik hier darf ich auch nicht nutzen, weil ich sonst 300 Millionen Copyright-Hinweise bekomme und dann der Komponist dieser Sims-Musik Werbung auf meine Videos schalten darf, was ich nicht möchte. Deswegen lasse ich das auch. Deswegen habe ich keine Musik drin. Falls das jemand noch nicht weiß, warum ich keine Musik drin habe, sei es jetzt gesagt. Mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht mal die Wand hier ein bisschen anpassen. Ne? Die sieht ja mal extrem hässlich aus. Und ich habe schon wieder vergessen, den Cheat nachzuschauen, mit dem ich mir das Geld abziehen kann. Wegen dem Kredit für das Wohnzimmer. Da war ja noch was, ne? Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Das habe ich wieder vergessen. Tut mir leid. Kann ich jetzt nicht ändern. So, was machen die beiden denn? Nichts sonderlich Spannendes. Er ist in der Schule. Der Kleine. Spaß hat er nicht sonderlich. Ist Schule ist klar. Okay. Nö, die sind schon. Dieser Radio, ne? Ich muss den mal verkaufen. Das ist echt schlimm. Das ist hier die Familienattraktion. Aus! Wir werden gleich wieder bei anschalten. Ich sehe schon kommen. Moment. Ich muss noch was einstellen. Fällt mir gerade auf. Sonst. Also, Alterung deaktivieren. Das kann man nämlich im Hauptmenü nicht machen. Die Alterung deaktivieren. Warum auch immer man das da nicht einstellen kann. Ich weiß es nicht. Das Nachbarhaus ist übrigens inzwischen fertig eingerichtet. Das Video dazu kommt irgendwann mal, wenn ich fertig bin. Ich muss noch kurz ein paar Worte drüber kommentieren. Vielleicht ein bisschen Musik reinschalten und dann kommt das auch. Ich habe leider noch keine Familie, die da einziehen kann. Da muss ich mir was überlegen, wer da reinkommt. Ich habe zwar eine Idee, was für eine Familie ich gerne in meiner Stadt hätte. Allerdings passt die nicht in das Haus. Das ist nämlich eine größere Familie. Kannst du noch. Genau, du kannst noch weiterschreiben. Und Mark muss eh in die Arbeit. Gut, dann war das ja ganz gut, dass wir ihn jetzt hier weggescheucht haben. Du solltest mal auf die Toilette gehen, mein Freund. Benutzen. Kurz mal Pfütze aufwischen, muss auch sein. So, Tobis Zimmer ist echt nett geworden. Also gefällt mir super. Ist halt recht neutral eigentlich. Ist halt so ein bisschen Burgenstyle, was auch immer. Man kann da theoretisch noch ein bisschen hier diese Steinoptik mit drauflegen. Geht das eigentlich? Moment, das möchte ich wissen jetzt. Kann man das ändern oder kann man da nur das Holz ändern? Was passiert jetzt, wenn ich hier zum Beispiel das nehme? Dann ändert sich die Konstruktion hier des Betts. Aber ich glaube, das sieht kacke aus, wenn man da. Moment, ich kann es mal probieren. Wie das aussieht, wenn man da Steinoptik raufzieht. Ich glaube nicht. Ja, das sieht perfekt aus. Nee, das sieht nicht wirklich gut aus, ne? Wenn, dann müsste man das hier unten auch anbringen. Ich probiere mal, wie es aussieht. Man kann es ja immer rückgängig machen, das ist ja kein Problem. Hallo Bett, danke. Ja, das ist übertrieben, oder? Nee, das sieht völlig ungemütlich aus. Dann lasse ich das lieber aus Holz, das passt schon. Muss ja nicht alles Stein sein. Dann hat er auf jeden Fall ein hübsches Zimmer bekommen. Ich muss gerade mal feststellen, der Teppich ist übertrieben hässlich, den ich da platziert habe. Den habe ich nicht angepasst, das habe ich verpeilt. Was nehmen wir denn da? Kein Leder, keine Pelze, bitte. Irgendwas in Richtung Teppiche, bitte. Alter, wenn es nicht mal so ewig lange laden würde, das ist der Wahnsinn. Sieht ein bisschen so. Sieht eigentlich ziemlich kacke aus, der Teppich, ne? Sowas sieht auch ziemlich komisch aus. Kann man da ein bisschen abstrakt vielleicht? Das ist eher so. Eher nicht so. Oh Gott. Nehmen wir mal sowas. Das passt auch von der Farbgebung ein bisschen rein hier. Mit dem Violett. Das passt schon. Ich bin da jetzt nicht so anspruchsvoll, dass das alles hundertprozentig zusammenpassen muss. Sonst würde ich das ein bisschen anders gestalten. Wobei ich auch keine Ahnung habe, wie. Aber ist egal.
So, hier kommt ja dann das Zimmer unserer Tochter rein, falls da mal irgendeine kommen sollte. Wir müssen uns mal drum kümmern, dass da auch mal was passiert. So, er putzt jetzt noch zusammen und sollte dann ja auch bereit sein für die Arbeit. Na, Hand beschnüffeln lassen. Kannst du machen, wenn du willst. Was macht sie? Sie ist am Schreiben. Gut, dann wird es jetzt ein relativ langweiliger Nachmittag. Ich weiß gar nicht. Er hat einen Nachmittag, glaube ich. Nee, er hat keinen Pfadfinder heute. Okay, dann kommt er ja gleich nach Hause. Also um 15 Uhr hat er ja Schluss, glaube ich. Er müsste mal hier weitermachen. Es stürmt gerade bei uns ziemlich. Also Wind ist gerade ein bisschen extrem. Bin gerade froh, dass ich nicht rausgehen muss. So, auf Spiel vorbereiten. Du musst ja... Ah, Cornell Riffin mit zu Tobias. Ja gut, kannst du. Er bringt also Cornell mit. Mit dem wollte er sich ja eh noch anfreunden. Den haben wir nur irgendwie nie erwischt. Weil es war immer Chantrill dabei, das Mädchen. Mit der haben wir ja auch schon... Bei der haben wir auch schon zweimal übernachtet. Mit der sind wir ja inzwischen gut befreundet. Der haben wir ja auch eine neue Frisur verpasst, weil die andere war ja katastrophal. Ach, Hausaufgaben macht ihr jetzt zusammen. Auf der Terrasse, oder auf der Veranda besser gesagt. Finde ich cool von euch, dass ihr da so pflichtbewusst seid, Jungs. Ich kenne kein Kind, das sowas freiwillig machen würde. Sims ist unrealistisch. Naja. Schauen wir ihm mal beim Hausaufgaben machen zu. Die Katze, was macht die? Folgen. Okay, da wirst du deinen Spaß haben. Der macht Hausaufgaben, da kannst du nicht viel folgen. Besprechen sich die da jetzt auch untereinander? Sieht nicht so aus. Ich glaube, die machen einfach nur nebeneinander jetzt Hausaufgaben, ne? Hm. Okay. Gut, dann lassen wir die mal fertig machen. Sie müsste ja auch bei mir im Buch fertig werden. Alter, wieso läuft der Fernseher eigentlich schon wieder? Ich denke mir schon, die ganze Welt redet da. Ist der Fernseher gewesen. So schlimm, hey. Kann man eigentlich mit dem Freund da was machen? Nee, ne? Das geht nicht. Alter, dieser Sturm gerade. Es ist Sonntag mal wieder. Ich nehme das wieder kurz vor knapp auf, die Folge. Also nicht wundern, wenn sie wieder später kommt. Und es stürmt gerade ziemlich bei uns. Also gestern hat es ja schon ein bisschen gestürmt. Das hat sich dann aber wieder gelegt. Das habe ich gedacht, heute ist vielleicht nichts. Aber es stürmt gerade ziemlich arg. Warum hat er sich jetzt anders hingesetzt? Das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Naja. Du hast Hunger. Wie wäre es mal, wenn Mutti was kocht für die beiden? Ja, mach mal später weiter. Abendessen servieren. Was haben wir denn? Spaghetti. Ist immer gut. Da könnte man eigentlich mal... Ach ja, jetzt ist ja hier... Ich muss da mal noch ein bisschen was einkaufen von dem Geld. Moment, das kann ich mal machen. Denn ich möchte noch ein bisschen was haben hier. Hier haben wir ja so eine kleine Sitzgruppe, die unterm Baum irgendwie komplett verschwindet. Muss ich mal umstellen, Moment. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den Tisch haben. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Ich möchte den nämlich ein bisschen weiter vorstellen, dass der nicht direkt unter dem Ast da steht und dann unsichtbar wird. So, machen wir das so. Da haben wir das auch ein bisschen sichtbarer. Ich möchte nämlich noch ein bisschen was kaufen. Und zwar ein paar Spielsachen in dem Sinne. Ich meine, wir haben ja hier schon eine Schaukel. Die kann da auch stehen bleiben. Und dann möchte ich noch haben... Möchte ich so ein Baumhaus haben? Nein, eigentlich nicht in dem Sinne. Ich möchte nämlich eher sowas haben. Und er hat da schon das Burgthema. Deswegen nehmen wir jetzt das Schloss hier als Baumhäuschen quasi. Das steht jetzt hier so ein bisschen daneben. Na, im anderen Baum drin sieht auch kacke aus, oder? Obwohl, machen wir das mal so. Kann ich denn die Bäume einfärben? Nein, aber das könnte ich einfärben. Ich würde halt gerne die Blätterfarbe ändern, aber das geht nicht. So, jetzt haben wir hier ein Baumhaus. Mit dem können wir nämlich ein bisschen was machen. Theoretisch. Hatten wir nicht auch noch... Ach ja, ich wollte ja diese Wasserrutsche auch noch kaufen, ne? Aber hier ist ein bisschen wenig Platz jetzt. Wir müssten das vielleicht mal alles ein bisschen nach drüben verschieben, dass wir hier mehr Platz haben. Das so ein bisschen hier rüber. Das unter dem Baum hier. Den Grill. Müssen wir auch mal grillen auch. Können wir ja mal so ein Barbecue machen, wenn irgendwer mal Geburtstag hat oder so. Dann diese Rutsche kann mal hier so hin.
Ich müsste hier hinten noch das Terrain ein bisschen anpassen. Das sieht noch alles ein bisschen roh aus hier gerade. Und ein paar Büsche sollten vielleicht noch hin. Also ich versuche immer so ein bisschen in das Projekt ein paar Baueinflüsse auch mit einzubringen. Also halt, dass man auch mal wieder nebenbei ein bisschen was baut, ein bisschen was kauft, einen Raum einrichtet oder so. Aber irgendwann ist halt auch Schluss, weil jetzt haben wir momentan fast das ganze Grundstück voll. Insofern ist dann auch mal Schluss hier, was sowas angeht. Müssen wir da mal schauen, was wir da noch machen können. Ja, gut, hier haben wir noch das Kinderzimmer für die Tochter, das später noch eingerichtet wird. Wenn sie dann mal da ist, aber das ist ja mal noch momentan noch ein bisschen. Ja. Dauert noch ein bisschen, sag ich mal. Ein paar Büsche wären nicht schlecht. Ach, guck mal, ich kann hier Blumen platzieren. Das ist ja nett. Aber ich wollte eigentlich eher Büsche. Sträucher, genau. Dann nehmen wir das halt Sträucher. Ist ja egal. Einen Zaun mache ich nicht rum. Weil das wirkt immer ein bisschen komisch eigentlich. Hier mal eine kleine Buschgruppe noch vielleicht. Waren wir ja auch noch bei den Blumen so ein paar. Ja, das sieht irgendwie ziemlich kacke aus, ne? Ich glaube, da kommt eher noch ein Baum hin und am Fuß drunter so ein bisschen eine. Nee, sowas nicht unbedingt. Nope, man muss nicht übertreiben. Sowas, das ist mir schon wieder zu groß in dem Sinne. Ich hätte gern so ein kleines Bäumchen hier am Eck. Hier so. Und dann vielleicht diesen Hortensienbusch. Da so ein bisschen unten drunter. Ja, kann man gelten lassen. Dass da ein paar so Büsche außenrum einfach stehen. Ein bisschen Blümchen. Dass das alles ein bisschen was. Ja, dass da ein bisschen Farbe drin ist noch. Hier am Eck. So eine kleine Gruppe. Hier könnte man auch einen Teich noch gestalten eigentlich. Ich meine, wir haben die Erbschaft, wir haben genügend Geld. Um Gottes Willen, so groß bitte nicht. Wie geht das jetzt nochmal? So, ne? Ja, genau. Da kann ich mir jetzt so ein kleines Teichlein gestalten, sozusagen. Das hier hinten ein bisschen rumkrebst. So, Moment, das reicht, glaube ich, dann auch schon. Ich muss jetzt nur, kann man das nicht ein bisschen hier ab flachem Gelände glätten? Ja, dann wird der Teich nur ein bisschen klein. Aber das geht schon. Ich möchte nur hier nicht jetzt so ein apokalyptisches Ding haben hier. Hier dürfte gerne noch ein bisschen tiefer werden. Aber dann haben wir halt das Problem, dass das alles ein bisschen unglatt wird, ne? Also ein bisschen nicht so schön, sage ich jetzt mal. Gelände glätten. Machen wir das mal so. Du sollst hier hinten schon eigentlich bleiben. Lieber Teich. Ist ein bisschen komisch, ne? So, Teiche. Ja, gut. Und jetzt können wir theoretisch noch. Wir könnten auch einen Brunnen bauen, aber das kommt ein bisschen blöd. Swimmingpool wäre auch möglich, aber das kommt später. Ich meine, wir haben zwar jetzt ein bisschen Geld, aber man muss es auch nicht gleich übertreiben jetzt. Was haben wir denn da noch Schönes? Ist das bei Sträucher das Zeug? Ein Farn kann man hier hinten platzieren, theoretisch. Das ist jetzt so ein bisschen kleiner Teich. Der sieht jetzt auch nicht sonderlich hübsch aus, muss ich zugeben. Der ist vielleicht ein bisschen arg groß. Ich wollte nur so vielleicht einen kleinen Felsen hier haben. Aber das geht hier irgendwie nicht ganz, ne? Ja, das geht auch wegen der Steigung hier nicht. Man kann hier so ein. Das sieht aus wie eine kleine Bank. Das passt doch. Das passt. Ich muss mal kurz hier den. Hier sind Sonnenblumen, die will ich aber nicht. Ich möchte. Habe eigentlich was anderes gesucht. Ich habe eigentlich hier so einen Farn gesucht. Schmarrn. So, Binsenzeugs da, aber das finde ich gerade nicht. Pampasgras, Schwertfarren, Spitzblatt, gibt es hier scheinbar nicht. Seerosen gibt's. Ist aber ziemlich selten. Na gut, so kann man es eigentlich platzieren, ne? Machen wir das so. Ja, gut, das sollte passen, oder? So ein kleiner Teil. Ja, gut, sieht jetzt nicht sonderlich hübsch aus, aber mein Gott. Es ist 17 Uhr. Ihr beiden, seid ihr mit der Hausaufgabe fertig? Eigentlich. Ich meine, die müssen jetzt essen und danach weiß ich ja nicht. Er kann ja ihn eigentlich fragen, ob er hier bleiben möchte zum Übernachten. Ich weiß gar nicht. Kennen sich noch gar nicht so gut, ne? Der könnte es noch gar nicht, ne? Weil sie sich noch nicht so gut kennen.
Und im Baumhaus spielen. Ja, in diesem Baumhaus können wir nämlich jetzt Sachen spielen. Das finde ich ziemlich cool. Er spielt jetzt gerade. Ach, er überprüft nur das Objekt. Hier kann man auch spielen. Und wie heißt er jetzt nochmal? Cornell, ne? Ja, Cornell, genau. Nee, Gaga, nee, bitte nicht vorsingen. Du wartest jetzt erstmal hier. Magst du? Ja, mach bitte mit. Kassiert einen Teil der Wetteinnahmen. Wunderbar, schon wieder ein bisschen Geld verdient. Ich habe zwar gar nicht aufgepasst, wie viel, aber immerhin was. Kannst ja mal rutschen. Es ist zwar noch Frühling und vermutlich recht kalt. 4 Grad. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die beste Jahreszeit, um hier irgendwo hinzurutschen, aber naja. Ja, so eine Rutsche hatte ich übrigens als Kind auch. Ich finde die ziemlich witzig, die Dinger. Bei 4 Grad ist Rutschen die beste Idee ever. Okay, das kann. Ja, Tobias und Gaga verschlechtert sich, ich weiß. Und du solltest dich übrigens wieder umziehen. Alltag. Ich glaube nicht, dass du mit bei 4 Grad draußen in Badekleidung, also in der Badehose rumlaufen möchtest. Das ist jetzt nicht unbedingt in der Sache. Wie sieht's bei Cornell aus? Ist der bald fertig? 80%. Ja, der braucht ja ewig, der junge Mann. Ist ja schlimm. Du könntest dir mal einen Teller nehmen. Cornell kann ja eigentlich dann auch mal was holen. Kannst ja mal zum Essen rufen. Alle. Na, ruf mal die Gäste, denn Tobi holt sich ja sowieso schon einen Teller. Cornell ist ja gut, die Hausaufgaben von Cornell sind natürlich nicht mein Problem. Der kann gerne da seine Hausaufgaben noch machen, wenn er meint. Ihr könnt jetzt erstmal essen und dann könnt ihr ja vielleicht draußen noch ein bisschen spielen. Er hat noch ein bisschen Energie, der Tobi. Deswegen kann er auch noch ein bisschen spielen eigentlich. Wenn Cornell fertig ist halt. Nicht mit Gaga, du hast einen Freund da. Mit Cornell spielst du jetzt Hüpfekästchen. Wie sieht's eigentlich mit dem Baum da hinten aus? Der wächst, okay. Denn mit dem muss man auch nichts machen, ne? Der wächst so oder so. Gut. Hier hinten wollten wir ja eigentlich noch ein bisschen Gartenbau betreiben, aber da ich das eh immer wieder verpeile, wird das vermutlich nichts. So, bitte. Sämtliches Geschirr bitte abspülen, danke. Und ihr beiden spielt mal ein bisschen Hüpferkästchen. Wir bräuchten hinten auch mal eine Lampe, ne? Aber das ist schwierig, weil hier überall. Man könnte. 806, 806 Simoleons hat er verdient, wunderbar. Außenbeleuchtung, man könnte theoretisch noch einen Scheinwerfer hinstellen, das sieht aber ziemlich kacke aus. Man kann. Ach, das sieht cool aus. Das sieht nett aus. Die Lampen sehen cool aus. Das ist so ein bisschen Wegbeleuchtung, die kann man auch immer verstecken. Wobei da eher dann sowas gut aussehen würde. So ein paar Lampen kann man da echt gut verstecken, ne? Das sieht super aus. Gefällt mir gut. So, da kann man mal ein paar Lampen verstecken, dann ist das auch ein bisschen beleuchtet. Da haben wir hinten auch ein bisschen Licht. Also Mark hat 806 Simoleons verdient. Können wir jetzt eigentlich mit ihm, mit Cornell auch schaukeln? Ach, guck mal, auf Spielblatt spielen, dann spielt er da allgemein, oder wie? Zumindest schaut es so aus. Wir können auch noch. Ich kaufe jetzt das trotzdem nochmal, einfach weil ich gerade lustig bin. Kaufe ich nochmal das Kletterbaumhaus-Gedönse da auch noch. Da haben wir hier inzwischen so ziemlich alles, was sich ein Kinderherz wünschen könnte. Ich kann das auch. Das Blau sieht nämlich ein bisschen kacke aus. Ich glaube, ich mache das eher in diesem Stil. Das sieht deutlich besser aus hier. Und hier auch Holzstil, das passt ein bisschen eher zum Haus als dieses Blau. Das Blau sieht so ein bisschen aus wie so ein Billigset aus dem Baumarkt, würde ich sagen. So, ja, die sind meistens recht farbenfroh gestrichen, sage ich mal. Tobias hat das Spiel gewonnen. Oh, cool. Und was macht er schon wieder? Hausaufgaben noch, oder wie? Kannst ja mal ein bisschen Fangen spielen. Spiel doch mal mit deinem Freund jetzt. Geheimnis verraten. Du sollst dich anfreunden. Freundlich über die Kälte reden. Ihr freundet euch jetzt an. Wieso zur Hölle ist da ein Hirsch vor unserer Tür? Was zum Teufel? So, plaudern. Freundlich tratschen. Freundlich um Kissenschlacht bitten. So. Sollen die erstmal ein bisschen spielen? Was macht sie? Computerspiele zocken. Natürlich. Was auch sonst. Du müsstest an sich mal weiterschreiben.
Und warum spielt er jetzt nicht mit seinem Freund? Warum rennt er jetzt hier hin? Hä? Ich hinterfrag das mal nicht. So, sie müsste bald fertig sein. Ich weiß gar nicht, Harndrang müsste mal geklärt werden. Sollte vielleicht. Er kann jetzt auch nicht mit seinem Freund rutschen, ne? Nee, das geht nicht. Okay. So, die sind jetzt ein bisschen hier am. Ja, genau. Spielt ein bisschen miteinander. Ihr solltet dann auch bald ins Bett, beziehungsweise er wird dann nach Hause gehen. Ich weiß nicht. Da muss man vermutlich erstmal richtig befreundet sein, damit man die Leute zum Übernachten einreden kann, einladen kann, nicht einreden, what the fuck. Das muss man halt immer ein bisschen schauen, weil ich kann es jetzt gerade nicht, seht ihr ja, hier ist keine Option irgendwo. Aber die können ja noch ein bisschen spielen. Tobi hat noch Energie und bei Cornell ist es mir egal, der ist nicht in meiner Familie. So, wo bist du? Natürlich willst du wieder irgendwas einschalten. Nein, hol dir mal bitte einen Teller und du solltest mal dein Outfit wechseln in Alltag. Erstmal bitte. Dann Teller nehmen. So, jetzt. Kannst du das mal tun? Kannst du was essen? Dann gehst du vielleicht mal duschen oben. Ach ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Kind. Wir könnten es heute Nacht mal angehen. Theoretisch. Mir fällt gerade auf. Platztechnisch war das jetzt ein bisschen suboptimal, was ich mit dem Zimmer gemacht habe, weil übernachten jetzt etwas schwierig werden könnte hier drin. Da muss man dann vielleicht was umräumen, wenn hier irgendwer übernachten möchte. Oder der schläft auf dem Gang draußen oder im anderen Zimmer drüben. Ist ja momentan noch egal, wir haben ja noch kein zweites Kind. Na, keine zweite Tochter wäre schwierig, da müsste man Tobi eine Geschlechtsumwandlung unterziehen, dann hätte man die erste Tochter fehlt dann auf jeden Fall. You know what I mean. So, ihr spielt Fangen. Ja, ich glaube, die haben Spaß. Ist auch schön, dass sich der ein bisschen socialized hier, dass der ein bisschen Freunde findet. Muss ja auch mal sein. Genau, du solltest dann auf jeden Fall. Er ist noch duschen, das hat er auch drin. Wunderbar. So. Surprise Buttsex. Nee, Gott. Entschuldigung. Das ist bei dem Alter der Kinder sehr unpassend, sowas. Entschuldigung. Manchmal kommt sowas einfach raus. So. Der Baum wächst. Ja, bei dem können wir dann natürlich auch Äpfel ernten. Hat einen Apfelbaum so an sich, dass man da Äpfel ernten kann. Du kannst bis spät in die Nacht noch mit ihm spielen, eigentlich. Wobei ihr vielleicht jetzt mal eher das unterbrecht. Kann ich eigentlich jetzt in dem Baumhaus mit den Freunden spielen? Kann ich benennen? Da kann ich sogar drin schlafen. Cool. Ich weiß gar nicht, ob man da Leute mit denen da drin spielen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall kann man auf Spielplatz spielen. Da kann Cornell dann bestimmt mitmachen irgendwie. Gehe ich jetzt mal von aus. Und wenn er eine Schwester hat. Ah, Dim Sum ist seine Lieblingsspeise. Gut zu wissen. Kann ich gar nicht kochen, glaube ich. Könnten wir aber mal lernen. Das ist irgendwie vermutlich ein Rezept, das man erstmal braucht. Du kannst ihn immer noch nicht fragen, ob er hier bleiben möchte, ne? Wobei ist auch eine ziemlich blöde Idee eigentlich. Weil die ja morgen Schule haben. Nee, Moment, es ist Freitag. Die haben morgen gar keine Schule. Dann wäre es eigentlich perfekt. Gib mal ein bisschen an noch. Die sind ja so reich, da kannst du ein bisschen angeben. Kann man eigentlich im Tee. Im Tee, genau. Ich würde gerne wissen, ob man hier was machen kann. Im See. Ah, da kann man angeln. Sieh mal an. Das ist cool. Das ist cool. Hat man direkt einen Angelteich vor der Hütte sozusagen. Kann ich jetzt hier, wenn ich hier sage, großes Festessen veranstalten, kommt da? Oder zum Beispiel auf Spielplatz spielen. Was passiert dann? Kommt dann Cornell auch mit? Oder ist er dann da ausgeschlossen von? Katze ist, glaube ich, kaputt, so wie die da rumliegt. Die sieht so fett aus da, ne? Das ist so wie so ein Truthahn, so ein Thanksgiving-Festessen oder sowas sieht die da aus. So. Oh Gott, du musst aufs Klo. Ja, dann hör doch auf zu sitzen und geh aufs Klo. Mein Gott, diese Frau. Wie sieht's denn aus? Du solltest es danach aber fertig schreiben, bitte. Ich hätte es gerne heute noch vollständig. Kann man jetzt eigentlich hier tanzen? Nein, irgendwie geht es nicht. Ich weiß aber nicht warum. Ja gut, geh mal du trainieren. Einschalten. Wo ist trainieren? Wieso kann er nicht trainieren? Wieso kann er nicht trainieren? Ich meine, er kann hier trainieren, aber das ist komisch.
Hier hat er keinen Platz zum Trainieren, oder wie? Ja, hier hat er keinen Platz zum Trainieren. Warum kann er hier nicht trainieren? Hm, komisch. Ja gut, egal. Was machen die beiden? Oh, Kissenschlachten austragen. Ist immer gut. Wenn ich jetzt noch das richtige Stockwerk finden würde. Warum macht ihr im leeren Zimmer eine Kissenschlacht? Ja gut, da ist Platz. Das ist jetzt nicht so verwunderlich eigentlich. Die beiden, ne? Wo die Kissen hier haben, möchte ich auch mal wissen. Kann er jetzt eigentlich ihn fragen, ob er da bleiben möchte? Spezialfreundlich kennenlernen. Achso, das ist eine Spezialaktion von ihm, okay. Gut zu wissen. Alter, das Outfit von Cornell, das ist echt der Knaller hier. Das ist der Wahnsinn. Das gehört sich verboten. Aber gut, ich glaube, das mit dem Spielplatzspiel macht er dann eher morgen. Weil ich glaube, heute passiert nicht viel. Ich weiß nur nicht. Ich würde ihn halt gerne ich würde ihn halt gerne einladen, da hier zu übernachten. Aber das geht scheinbar noch nicht, weil die noch nicht genug befreundet sind. Wird aber langsam. Jetzt sind sie befreundet, ne? Ach ja, jetzt kann er fragen, genau. Dann mach das mal. Wo auch immer er gerade hingeht. Er geht nach Hause, ne? Ah, damit, jetzt haben wir es verpasst. Jetzt ist er nach Hause gegangen. Schade. Ich hätte ihn jetzt gerne noch eingeladen. Cornell, bleib da! Scheiße, jetzt ist er weg. Ja, das war jetzt... die sind jetzt zu spät, Freunde geworden. Gut, vielleicht können wir ihn ja morgen nochmal einladen. Morgen ist ja Samstag, da hat er ja niemand was zu tun an sich. Also zumindest Tobi nicht. Muss ja nicht in die Schule. Hat er seine Hausaufgaben schon fertig? Ja, super. Ist immer ganz was Neues. Und er leckt noch einen Teller sauber, ist immer gut. Du gehst dann vermutlich mal ins Bett, würde ich sagen. Wo stellst du den jetzt hin? Wärst du bitte so freundlich, würdest du ihn dann auch aufräumen? Junger Mann. Aufräumen. Brav. Gut gemacht. Was ist hier? Bester Student. Oh, gut. Warum auch immer der Student heißt. Du gehst jetzt, glaube ich, dann schlafen. Ja, genau, du gehst schlafen. So. Oder Moment, wir können ja mal nicht tanzen. Du kannst mal deinen Papa um eine gute Nachtgeschichte bitten. Geht das? Es geht nicht, ne? Weil er kein Buch hat, vermutlich. Kannst du eine gute Nacht geben? Warum geht es hier nicht mit gute Nachtgeschichten? Warum geht es nicht mehr? Wieso geht denn das nicht mehr? Ich frage mich gerade, warum das nicht mehr geht. Ja gut, wenn es nicht mehr geht, will ich da jetzt nichts dran. Ich frage mich nur, warum es nicht mehr geht. Ich meine, um Kissenschlag kann ich bitten, aber ich kann nicht um eine gute Nachtgeschichte bitten. Oder ist es da zu früh dafür? Aber vermutlich muss er da schläfrig werden, ne, dass es geht. Ja gut, dann lass mal ihn erst schläfrig werden. Dann wirst du erstmal Zaubertrank entdecken. Bis du schläfrig bist. Ich meine, es ist ja... Ach jetzt, Outdoor-Kleidung, natürlich. Dieses Ding, ne? Auch cool. So, entdeck mal den Zaubertrank. Ich hoffe, du sprengst dich dabei nicht in die Luft. Wäre sehr schade um dich. So. Ach, die schlaft. Nee, Moment, ihr schlaft nicht. Ihr schlaft nicht, denn ihr werdet jetzt ein Kind zeugen. Und zwar entspannen. Entspannen. Ich hoffe, die tun das jetzt auch. Und du gehst jetzt übrigens nicht schlafen, junge Dame. Ist auch cool. Während er hier draußen noch am Rumexperimentieren ist, gehen die Eltern einfach mal pennen. Beste Idee ever. Das Kind einfach mal unbeaufsichtigt mit Chemikalien spielen lassen und selber pennen gehen. Sims ist sehr logisch. Ach, Logik Level 6. Wunderbar. Unser Tobi wird ein richtiges Genie. So, und jetzt würde ich sagen, mal schauen, ob es klappt. Wir brauchen dann Melonen, dass es ein Mädchen wird. Wollen wir die beiden mal umgeschmissen?
Was macht das Pferd da im Hintergrund? WTF? Oh, ich glaube, da ist jemand schwanger. Alter, der Wind bei uns draußen, der geht da ganz schön ab. So Orkanstärke hier. So. Gute Nachtgeschichte, glaube ich, ist heute eher schlecht. Ich glaube, du solltest die beiden heute nicht mehr stören. Gut, die pennen jetzt eh, aber... Naja. Auf jeden Fall hast du vermutlich bald eine kleine Schwester. Und du gehst jetzt schlafen. Das ist ein bisschen komisch, dass du da außen alleine rumgurkst. So. Geh schlafen, junger Mann. Bist eh schläfrig, insofern passt das schon. Neuen Zaubertrank hat er noch nicht entdeckt. Das wird aber auch bald der Fall sein, schätze ich mal. So. Nacht senkt sich über die Stadt und über unsere Familie. Und ich muss mich endlich mal darum kümmern, hier drüben das, die Familie einziehen zu lassen. Und ich weiß gar nicht, ob die große Familie, die ich gesagt habe, hier drüben dann einzieht oder woanders. Ich bräuchte eigentlich mehr Platz dafür. Aber es wäre schon cool, die hier daneben zu haben. Muss ich mir mal was überlegen. Vielleicht kaufe ich denen auch so einen alten Hof oder sowas. Hier gibt es ein paar so Bauernhöfe, so ältere. Da muss ich mir mal was überlegen. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Baufolgen und so Sachen dazu. In denen wir uns mit sowas beschäftigen dann auch. Da muss ich nur erstmal schauen. Ich muss halt auch immer jemanden finden. Ich muss eine Familie finden. Ich muss mir da ein bisschen Gedanken... Holy fuck! Ich muss mir da ein bisschen Gedanken machen. Wo hat der Blitz gerade eingeschlagen? Hat der hier eingeschlagen? Kann gut sein, weil der schwarze Fleck ist mir zumindest vorher nicht bewusst aufgefallen. Also denke ich mal, dass das der Blitz war. So, gewinne Cornell als besten Freund. Ja gut, das können wir eigentlich nochmal machen. Er ist am Schlafen, wollen wir ihn mal ein bisschen stalken. In seinem Zimmerchen. Ihr könnt das auch mal alles einblenden, dann haben wir auch... Sehen wir auch das Zimmer mal so. Ja, theoretisch zumindest. Eigentlich nettes Zimmer, ne? Ich meine, es ist klein, aber es reicht. Ich meine, spielen kann man ja im ganzen Haus, das ist jetzt nicht das Problem. Wir hätten vermutlich auch vom Elternschlafzimmer... Obwohl, das Elternschlafzimmer ist eigentlich auch nicht sonderlich groß, insofern passt das schon. Da hätten wir nichts mehr abzweigen können. Wir hätten hier höchstens den Gang einen schmaler machen können, aber das ist auch nicht so wichtig. Eigentlich. Heute ist Liebestag. Oh. Ist ja praktisch, dass die da einen Tag davor gleich ein Baby gemacht haben. Das trifft sich ja gut. Ich muss übrigens noch kurz was machen. So. Denn das macht man normalerweise so nicht. Hier einen Absatz drin zu lassen, da fällt man nur runter. Deswegen lasse ich das lieber mal gleich. So, wann stehen die eigentlich auf? 7.30 Uhr, 7.30 Uhr und 7.30 Uhr, das trifft sich ja gut. Wenn die alle gleichzeitig aufstehen. Er hat auf jeden Fall ziemlich viele Zaubertränke. Ja, so wie zum Thema 7.30 Uhr hier halten. Okay, habt ihr irgendwas? Du hast Hunger, du solltest... Aber erstmal duschen. Wie sieht's bei dir aus? Hunger. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Das ist schlimm. Du kannst ja mal dann Frühstück servieren. Pfannkuchen. So. Was ist hier? Zum Frühlingsfest gehen. Waren wir eigentlich schon, ne? Über 100.000 Simoleons besitzen. Ja, das wäre auf jeden Fall ein ziemlicher Boost für die Lebenszufriedenheit Dingens. Frühlingsflirt. Oh, wegen Liebestag. Gute Laune. Super. Wie sieht's... Wieso hast du auch einen Frühlingsflirt? Du bist 8, mein Freund. Ja gut, mit 8 kann man schon Freundinnen haben. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich hatte mit 8 auch eine Freundin. Aber das kann man nie ernsthafte Beziehung nennen, weil man in dem Alter noch gar nicht fähig ist, wirklich so Liebe und so Sachen zu empfinden eigentlich. Also sexuelle Liebe jetzt in dem Sinn, ne? Das kann man da nicht sagen. Das sind so Kinderfreundschaften, die hat man halt. Das ist auch nicht mehr als eine Freundschaft, bei der man sich einredet, man ist Ja, man ist halt dann in einer Beziehung oder sowas. Man hat ja da in dem Alter eigentlich noch keine Ahnung, was das überhaupt alles bedeutet. Aber da möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen, weil es nicht ins Let's Play passt. So. Mit Gaga spielen. Ja, nein, bitte nicht. Mit der komischen Puppe sollst du nicht spielen. Du kannst mal dein Bett machen, dann wärst du vielleicht auch mal zu was Nutze. Nee, Gottes Willen. Welcher Wecker geht hier jetzt bitte? Er hat heute keine Schule. Er hat auch keine außerschulischen Aktivitäten. Aber das Pfadfinden ist echt nett, dass es sowas auch gibt. Das finde ich cool. Zum Frühlingsfest könnten... Alter, wie oft wir... Wir waren doch da schon mal. Und zusammen übernachten können wir auch machen. Ich lade heute, glaube ich, lieber mal Cornell ein. Ey, mein Freund. Hinsetzen. Man pinkelt nicht im Stehen. Ich habe mir das übrigens selbst tatsächlich angewöhnt.
Ist eigentlich eine nette Angewohnheit. Aber das. Heute sind die Themen auch interessant, ne? Naja, so. Jetzt schauen wir mal nach unten, was die. Warum bist du halbnackt? Und warum habt ihr nichts gegessen? Außer zum Essen rufen. Bitte esst doch mal alle Jungs. Du gehst aber erstmal duschen. Also fertig duschen. Ja, hat er schon. Blitzdusche. Wobei eine Dusche dauert normalerweise auch nicht so lange. Insofern ist er schon realistisch. Dann kannst du hier sogar die Zähne putzen, was auch immer das in der Küche bringt. Bisschen seltsam. Es war auch schön, dass hier alle Stühle benutzbar sind. Finde ich gut. Warum redet ihr jetzt über Kunst? Ich hinterfrag das mal nicht. So, ihr habt alle gut gegessen. Kannst du dann vielleicht gleich jetzt deinen Freund anrufen? Sim anrufen, nach Hause einladen. Und zwar Cornell. Chanterelle, mit der sind wir ja schon gut befreundet. Och, wir sind mit Cornell schon bester Freund. Okay. Gut zu wissen. Laden mal einfach Cornell ein. Chanterelle können wir auch mal irgendwann wieder einladen, aber jetzt gerade nicht. Du schreibst jetzt. Hast du dein Buch schon fertig? Nee, oder? Ah, doch, hat sie. Dann beginnen wir wieder ein neues Buch. Ich benenne die jetzt gar nicht mehr um, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich bin dazu schlecht für. Du kannst aufräumen. Mal schauen, ob er überhaupt zu Hause ist, Cornell. Sonst rufen wir Chanterelle an. Vielleicht ist die daheim. Ah, cool. Er kommt rüber. Super. Da kann er ja heute auch mal übernachten. Da können die ja ein bisschen Zeit miteinander verbringen heute. Und sich ein bisschen anfreunden. Mit Chanterelle werden wir dann auch noch ein bisschen Zeit verbringen. Und so Sachen, ne? Finde ich auf jeden Fall cool, was man da alles machen kann. Ist echt nett. Also so Sachen kommen halt dann, so das Baumhaus, glaube ich, kam mit Lebensfreude hinzu, dass man da so Sachen auch machen kann. Also Lebensfreude ist auch schon ein nettes Add-on, muss man sagen. Wie sieht es eigentlich mit der Beziehung zu deinen Eltern aus? Bester Freund, beste Freundin. Wie viele beste Freunde der auch hat, das ist der Wahnsinn, ne? Der junge Mann ist echt sozial. Und wo bleibt Cornell? Und warum schaltet ihr ständig diesen blöden Radio ein? Das ist ja echt der Wahnsinn. Und hier ist das große Katzentreffen. Ach, guck mal, Cornell ist da. Ja gut, dann brechen wir das ab. Genau, wir haben mal von Cornell angesprochen. Und Marc ist am Trainieren. Jetzt kann er es auf einmal hier. Warum auch immer er es gerade nicht konnte. Okay, machen wir den schnellen Sprint. Dann spielt ihr erstmal eine Runde Hüpferkästchen mit Cornell. Ja, okay, dann halt nicht ansprechen, ist ja egal. Und dann geht es jetzt mit dem auf Spielplatz spielen. Macht er dann mit? Alter, der Wind heute. Macht er dann mit oder macht er nicht mit? Ist die Frage. Du kannst dann eigentlich mal. Oh, ja, gut, sie ist ja schwanger. Da war ja was. Du kannst eigentlich mal aufs Katzentreffen gehen. Wenn du mit Kotzen fertig bist. Ahem. Ja. Ne? Warum ist sie wohltätig? Weil Sim Gelegenheit genutzt hat. Okay. Die hat so viele Stati hier. Das ist der Wahnsinn. Ist eigentlich die Mehrzahl von Status Stati oder Statusse? Ich bin mir echt nicht sicher da. Muss ich sagen. Wenn ihr hier mit dem Spielplatz spielt. Ich mach das mal bei allen kurz. Auf Spielplatz spielen. Baumhaus Schloss, die Prinzen, die Prinzessin und der Bettelknabe spielen. Mach doch mal. Aber ich glaube, das können die nicht zusammen machen, ne? Werden wir gleich sehen. Es würde mich interessieren. Aber du gehst jetzt erstmal kurz einkaufen. Und zwar Melonen. Wo ist denn der Lebensmittelladen? Hier. Oh, Partner werden für 13.000. What the fuck? Was auch immer das bringt. Lebensmittel einkaufen. Dann gehst du zum großen Katzentreffen. Ohne Katze diesmal. Nicht, dass die dann wieder Ewigkeiten da bleibt. Du kannst dich ja mal ein bisschen mit den Katzenbesitzern da anfreunden oder sowas. Mal schauen, irgendwas. Die sind auf jeden Fall durchnässt, die beiden, aber ich glaube, das interessiert ein Kind relativ wenig. Zumindest die Kinder, die ich kannte, sind doch bei strömendem Regen mit dem Rad irgendwie durch die Gegend gegurkt. Also da kenne ich die Kanten da nix. Ich war ja damals auch so, aber ich habe nicht sonderlich viele Kindheitserinnerungen, muss ich sagen. So, Melonen brauchen wir. Wassermelone. Und zwar
machen wir mal 6 Stück. Nee, nicht 63, das wäre ein bisschen arg viel. So. Ich glaube, wir müssen 3... Oh, Tobi hat das Spiel gewonnen. Aber er kann nicht mit seinem Freund in diesem Baumhaus spielen. Das finde ich komisch. Was passiert dann, wenn ich Festessen veranstalten gehe? Lädt er dann Cornell ein? Und warum hat er jetzt eine Krone auf? Was Teufel? Er kann da drin spielen, aber... Okay. Ich glaube, Cornell hat so gewisse psychische Probleme, wenn ich mir das so anschaue. Oder er ist Schizophren. Jawohl, Schizophrenie hat da, glaube ich, nichts mit multiplen Persönlichkeiten zu tun, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja, glaube ich, ein Trugschluss. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. So, er ist jetzt hier im Spiel. Wo auch immer das Geleuchte herkommt. Ich würde mir da Sorgen machen, wenn es so aus dem Haus leuchtet. Ah, jetzt kann er ihn nach oben einladen. Ah. Ja, gut, dafür müsste er aber erstmal hier aufhören zu spinnen. Aber ich glaube, das tut er gerade auch schon. Gehst du? Gehst du zu Tobi, Cornell? Da kann er ihn nach einladen. Ach so. Zugangsbeschränkungen. Zutritt für Mädchen verboten. Auch nicht schlecht. Das können wir dann später machen. Wenn er eine Schwester hat. Was macht er denn eigentlich gerade da? Festessen veranstalten. Ah. Ah, okay, jetzt macht er das. Dann wird es abgebrochen, die jeweilige Aktion. Hast du jetzt Cornell eingeladen? Wo ist er? Ist Cornell oben jetzt? Warum steht hier ein Hund rum? Ah, ne, das ist Misty. Oh, Entschuldigung. Cornell ist jetzt oben, oder? Ich meine, wir können ihn nicht mehr nach oben einladen. Ja gut, die spielen da jetzt auf jeden Fall drin. Finde ich echt nett, sowas, ne? Ja gut, Cornell ist mit oben. Das finde ich nett, sowas. Das finde ich echt cool, dass es sowas gibt. Was machst du jetzt da zum Teufel? Warum stehst du draußen und redest mit der Katze? Ich hinterfrag das mal nicht. So, jetzt. Oh, das wollte ich. Erstmal müsstest du auf die Toilette. Dann müsstest du duschen. Techtelmechteln geht gerade nicht, weil Sabine ja im Katzendschungel ist. Was machst du? Zusehen. Okay, gut. Da ist aber viel los. Hm. Also, so allzu viel los ist da jetzt nicht, ne? Ja gut, freund dich mal ein bisschen mit der an. Keine... Du wirst jetzt kein... Gut, die ist eh wieder abgehauen, also... Na gut, da insofern hier nichts mehr los ist, kannst du eigentlich auch nach Hause gehen. Das war jetzt ein sehr spannendes Katzentreffen. Naja. Ihr habt ein großes Festessen in eurem Baumhaus. Das finde ich super. Ich hoffe, ihr esst keinen Sand oder irgendwas, was giftig ist. Kann ja bei Kindern durchaus mal vorkommen. Wobei man mit 8 eigentlich da schon ein bisschen Hirn haben sollte, nicht alles in den Mund zu nehmen, was man da, was man gerade findet. Das ist eher für Kleinkinder gedacht, glaube ich. So. Von der Katze beschnüffelt werden. Ach, die hat das Auto. Ah, das parkt sich dann automatisch da. Finde ich super. Ja gut, das Auto ist natürlich auch nötig. Ich meine, ist ja auch irgendwie logisch. So, was machst du jetzt? Ist jetzt die Frage. Flirten. Ach ja, du könntest mal essen. Essen, essen. Essen einfach mal alle 6 stopfen wir jetzt in uns rein hier. Ja, sie hat leider jetzt keinen Hunger. Das sind sehr kleine Wassermelonen im Übrigen. Eine musst du noch essen, junge Dame. Beziehungsweise so jung ist sie jetzt auch nicht mehr. Winz-Wassermelonen, da ist echt der Wahnsinn. So, voll gestopft. Stopfen wir noch weiter. So, alle rein. Sie wird danach vermutlich sowas von kotzen, aber das ist jetzt nicht unser Problem. So. Alter, 6 Wassermelonen. Stell dir mal vor, du musst 6 Wassermelonen essen. Da bist du doch kaputt danach. Mein, das ist ja Wahnsinn. Also ganze, große Wassermelonen. Das wird echt witzig dann. So, die beiden sind noch im Spiel. Oh, das ist echt süß mit dem Baumhaus.
Finde ich echt cool. Ach, das ist ein Riesenschloss, sowas hätte ich auch gern gehabt als Kind. Beziehungsweise wir hatten mal eins, das mussten wir aber früher oder später abreißen. Weil das ja, das ist immer schwierig, wenn man das auf fremden Grundstücken baut und auf unseren Grundstücken ging das nicht, weil in unserem Garten keine geeigneten Bäume waren. So, Spielplatz spielen, Wasser... Ach guck mal, wir können Wasser kippen. Spielen... Okay. Was können wir da mit dem N-Ras machen? Ah, okay. Was auch immer das bringt. Unsichtbare Sims reparieren. Ah ja. Können wir Blitzeinschlag verursachen? Ist auch super, wenn die beiden Kinder da spielen, erstmal einen Blitz draufjagen. Ja, beste Idee ever. Oh Mann. Die können ja eigentlich auch im Baumhaus übernachten. Aber dafür müssten wir vermutlich erst Cornell fragen, ob er hier bleiben möchte. Und dafür müssten wir erstmal Nacht haben. Es ist 12 Uhr, da geht noch niemand schlafen. Zumindest nicht mit 8 Jahren. Da geht keiner freiwillig schlafen in dem Alter. Außer man wird dazu gezwungen. Das kann natürlich sein. Wir bräuchten hier auch mal irgendwas beleuchtungstechnisch. Und da könnten wir auch mal noch so eine Sitzgruppe noch raufstellen, ne? Alter, der Wind. Hilfe. Machen wir mal da so ein bisschen was ganz Klassisches, so in dem Sinne. Wir könnten mal, gibt's hier so irgendwie so Massagedingens nicht, oder? Nee. Sonst hätten wir das hier mal raufstellen können. Aber ansonsten machen wir das einfach so. Sind ja auch irgendwo passende Stühle dafür? Oh Gott, was ist denn das? Bisschen antik. Muss jetzt nicht sein. Die Stühle kann man anpassen. Das ist so die Sitzecke für Mark und Sabine da oben. Das passt schon. Genau, bauen wir eine Klimaanlage darauf. Beste Idee. Hier kann man auch einen Wetterhahn bauen, aber das ist nicht unbedingt mein Fall jetzt. Man könnte hier vielleicht höchstens noch so ein bisschen eine Liege raufstellen, dass man da sich raufsetzen kann. So ein bisschen hier so gedreht, so. Genau. So, dann kann man sich ja auch rauslegen, so ein bisschen was genießen vielleicht. Hier dahinter kommt noch eine Lampe. Und da kommt auch noch eine Lampe hin. Dann haben wir das sogar beleuchtet. Super. Sieht doch nett aus eigentlich, ne? Ich bin zufrieden. Könnte man noch eine Blume oder sowas draufstellen? Drausstellen, nicht draufstellen. Rausstellen, mein Gott. Hier könnten wir zum Beispiel noch sowas rausstellen. Das ist zu groß. Sowas könnten wir hier ins Eck stellen noch. So. Genau, wunderbar. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ausschalten, alle Lichter. Ich stelle es nur noch mal kurz neu ein. Automatisch einschalten, alle Lichter. So. Haben wir auch den Balkon ein bisschen gestaltet. Sieht ja auch ein bisschen besser aus. Weil das Haus ist eigentlich ganz nett, ne? Ein Kamin wird vielleicht noch fehlen, aber... Das können wir schlecht realisieren, weil ich nicht wüsste, wohin. Ich meine, wir könnten hier einen hinstellen, aber dann ist der Kamin außen. Das ist nicht sehr schön. Man könnte... Nee, das geht nicht. Das Blöde ist, den Kamin müsste man eigentlich direkt beim Rohbau mit einbauen, weil der natürlich dann auch durch die oberen Stockwerke geht. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Kamin hinsetze, dann geht der Schornstein hier natürlich auch durch oben, durch die Zimmer und ich weiß nicht, wo der dann rauskommt. Es kann natürlich dann sein, dass er ganz ungünstig hier drin irgendwie liegt und das ganze Zimmer blockiert und dann geht das alles nicht. Deswegen müsste man den eigentlich schon im Rohbau mit einplanen, so einen Kamin. Alter, diese Blitze, ne? Der ist gerade irgendwo hier eingeschlagen, aber ich weiß nicht wo. Ich hoffe mal nicht im Baumhaus. Ich möchte jetzt keine toten Kinder hier haben. Die sind immer so schwer zu vertuschen. Todesfälle hier spontan im Haus. So, ihr könntet eigentlich da mal kurz rauskommen, damit Tobias mal Cornell fragen kann. Ach, er ist ja runtergerutscht. Da gibt's so eine. Oh, da gibt's noch einen zweiten Ausgang. Cool. Kannst du vielleicht. Wie wär's mal, wenn Cornell hier rauskommt? Ich meine ja nur. Jetzt, wenn es regnet, ist es blöd, sonst hätten wir ein Barbecue veranstalten können. Aber das ist gerade ein bisschen schlecht. 15 Grad hat's. In 3 Tagen ist Sommer. Gut. Ja, Cornell scheint da nicht raus zu wollen gerade. Auch nett. Ja gut, der kommt schon irgendwann raus. Ich möchte ihn halt fragen, ob er übernachten kann. Ob er übernachten möchte hier. Damit wir das nicht wieder verpeilen.
Was machst du? Computerspiele spielen, okay. Schreib mal lieber weiter. Was kannst du denn mal machen heute? Musst du heute arbeiten? Ja, du musst arbeiten. In einer Stunde. Oh nee, Schmarrn. Irgendwann musst du arbeiten. Auf jeden Fall. Und das Ding steht immer noch da draußen. Ist Cornell inzwischen? Nein, der ist immer noch da oben. Okay. Sogar er kann da rutschen. Ach, alle bitten nach unten zu kommen. Okay. Er kann... Ernsthaft? Ernsthaft? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, im Baumhaus des eigenen Sohnes rumzupoppen. Fände ich jetzt irgendwie ein bisschen creepy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß ja nicht, was ihr dazu findet, aber ich finde das ziemlich komisch. Ich fände das ziemlich komisch, im Baumhaus des eigenen Kindes Sex zu haben. Ich sag da mal nichts dazu. So, jetzt kommt Cornell auch runter. Und dann kannst du ja mal deinen Freund fragen. Hallo, Cornell bitte. Ach ja, jetzt backt wieder mal rum. So, Cornell, freundlich. Kann ich das noch nicht? Okay, geht scheinbar erst gegen Abend, oder wie? Wie er auch eine Krone auf hat, ne? Was zur Hölle haben die da gerade gemacht? So, was machen wir denn mal? Ein bisschen sowas da, ne? So das Übliche. Okay, Juanita Diamond besitzt Unmengen von Geld. Hätte ich jetzt anhand des Nachnamens auch nicht vermutet. So, lernt doch mal ein bisschen kennen, freundet doch mal ein bisschen besser an. Und dann schauen wir mal, dass das mit dem Übernachten später noch klappt. Du hast noch keinen Hunger. Ich weiß nicht, ob er Hunger hat. Das kann ich ja jetzt auch nicht nachschauen. Aber Moment, ich glaube, machen dann erst Abendessen und so Sachen. Ihr ist übel. Ja, gut. Du bist schwanger. Das wundert mich jetzt weniger. Wir bräuchten dann... da ich jetzt ja mal davon ausgehe, dass es ein Mädchen ist, werde ich jetzt mal kurz ein kleines Babyzimmer bauen. Das Problem ist, es gibt ja inzwischen so eine ziemlich große Diskussion, was so Gendersachen angeht. Dass man halt von klein auf schon auf Kind, auf Baby, also auf die Geschlechterrollen hin getrimmt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Diskussion teilweise schon berechtigt, aber teilweise auch übertrieben. Ich meine, es ist nicht gut, wenn man seine Kinder von Anfang, also von klein auf quasi schon in die Mädchen-Jungs-Rolle steckt, das ist schon klar. Aber man muss es in diesem Falle auch nicht übertreiben, meiner Meinung nach, ne? Also, ich bin da halt dieser Meinung, in dem Sinne. Dass man das auch nicht übertreiben muss mit der Diskussion. Ich meine, es gibt vieles, was da dann extrem überzogen wird. Ich meine, es gab ja da diese Diskussion mit, den Ü-Eiern da von Kinder da, die Ü-Eier-Zeugs da, das ist schon ja in gewisser Weise berechtigt, aber man muss sich jetzt nicht wegen allem gleich aufregen, finde ich. Ich werde jetzt das Zimmer trotzdem mal nicht pink-prinzessinnengerecht einrichten, sondern einfach mal ein bisschen neutral. Damit sich auch ja keiner aufregen kann. Ich verstehe die Unruhe in dem Sinne nicht unbedingt, aber man, ja, wenn man möchte, ne? Wenn man möchte, kann man sich ja über alles aufregen. Das können vor allem Deutsche ja sehr gut. Wo ist das Ding jetzt hin verschwunden? Irgendwie war das gerade verschwunden, das Ding. Naja. Warum kann man die nur so blöd platzieren, diese Dinger? Das ist komisch. So Kuschelbär bekommt sie auch mal. Aber in einer anderen Farbe als der von Tobi am besten. Machen wir die mal so hellblau. Ist ja egal, in dem Sinne. Den können wir braun machen. Ist zwar jetzt dann kein Schneebär mehr. Es sieht zwar auch ziemlich hässlich aus, aber egal. So. Mehr können wir für das Baby auch gar noch nicht machen. Ich werde jetzt hier kurz mal noch einen Boden reinmachen. Nehme ich am besten den gleichen Teppich wie drüben. Nur vielleicht machen wir den weiß oder so, ne? Denke ich jetzt mal. Machen wir den mal weiß. Nicht braun. So. Und dann machen wir noch einen passenden Wandbehang dazu. Da mache ich jetzt erstmal wieder das. Einfach eine neutrale Farbe. Kein Violett. Gelb auch nicht unbedingt. Grün vielleicht auch nicht gerade. Nehmen wir mal Orange, ne? Das wird sich gut machen eigentlich. Ist gerade ein bisschen dunkel. Kann ich das vielleicht mal
Bild sehen, was ich da gerade mache. Das ist rot, das wollte ich nicht. Ich wollte eher ein Orange haben. Darf schon ruhig ein kräftiges Orange sein, so ist es nicht. Ja gut, vielleicht nicht ganz so kräftig. Ja, so können wir es lassen. Machen wir das Orange, dann ist es neutral. Dann kann sich auch keiner aufregen, dass ich hier irgendwen gendermäßig behandle. Was auch immer das die Diskussion teilweise soll. Wie gesagt, ist teilweise berechtigt, aber teilweise auch übertrieben. Ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Was machen die beiden jetzt hier? Gut, ich würde sagen spielen, aber das wäre ja zu einfach. Wir bräuchten auch noch, fällt mir gerade auf, fürs Kind einen Hochstuhl. Sonst könnte das etwas kompliziert werden hier. So, vier Leute haben wir. Eine Familie aus vier Menschen, das passt. Also, vier Stühle, vier Menschen, passt. Das Haus ist, glaube ich, auch ausreichend groß für vier Leute. Ist jetzt halt nicht das größte Haus, muss es aber auch nicht sein. Wirkt im Endeffekt nur übertrieben, wenn es dann zu groß wird. Ich baue gern viel zu große Bäume. Bäume nicht. Ich baue gern viel zu große Häuser und die wirken dann im Endeffekt total unrealistisch und übertrieben. Deswegen bin ich da immer momentan ein bisschen dabei, das mich zu bemühen, dass sich das nicht so ausartet. So, kannst du ihn jetzt schon fragen wegen Übernachten? Nein, geht noch nicht. Das geht also scheinbar erst gegen Abend dann, denke ich jetzt mal. So, lustig. Lustige Geschichte erzählen. Insiderwitz erzählen. Grimasse schneiden. Zeigen, salutieren. Spezial haben wir, okay. Nicht verscheuchen, bitte. Über den Regen reden. So, sollen die nochmal ein bisschen reden. Und dann schauen wir mal, was noch passiert heute. Vermutlich nicht mehr viel, weil die Folge bald zu Ende ist. Aber man kann ja noch mal ein bisschen schauen, dass die zumindest mal das Übernachten mal klar geht. Weil ich meine, mehr können wir eh nicht mehr machen heute. Okay, Tobis Lieblingsmusik ist Hip-Hop, was ich jetzt... Ich habe jetzt jeglichen Respekt an mein Kind verloren. Und jetzt können wir ihn dann auch fragen, ob er übernachten möchte. Ach, guck mal, Pfadfinder-Uniform. Pfadfinder und König, das passt toll zusammen. So, plauder noch ein bisschen und dann schauen wir mal, ob es übernachten klappt. Ich glaube, es sieht positiv aus, oder? Jep. Die beiden übernachten. Warum überprüft ihr jetzt ein neues Objekt? Hm, ihr könnt ja dann noch hier weiterspielen eigentlich. So, veranstalte mal dein Festessen und lad deinen Freund ein. Nach oben einladen, Cornel. So. Finde ich aber cool, dass die Eltern die zumindest runterrufen können, die Kinder. Weil sonst würden die sich da vermutlich ziemlich festsetzen, da oben. So. Mark hat Hunger. Der kann ja... Ich weiß gar nicht, sollen wir was kochen? Eigentlich schon, aber wir haben auch noch Reste da. Ach komm, Sabine kocht mal was jetzt. Aber hör dir erstmal den Kommentar nicht dein Kompliment an. Kompliment anhören und dann kannst du mal Abendessen servieren. Mach mal Hamburger, das kommt bei Kindern noch immer super an. Ich mag Hamburger übrigens auch selbst gemacht, so mit Frikadellen heißt es ja auf Hochdeutsch. Bei uns sind das Fleischpflanzerln. Kennt vielleicht ein oder andere. So mit Frikadellen quasi, mit Käse so, und dann Pommes dazu. Das schmeckt super lecker. Aber kommt man halt auch nicht mehr dazu. Gibt es meistens, wenn irgendwo Frikadellen übrig bleiben. Das Wort ist so ungewohnt für mich. Ich nutze das nie, weil es bei uns auch völlig unbekannt ist. So, die beiden... Ich überziehe jetzt einfach ein bisschen, komm. Die letzte Folge war eh schon kürzer, deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen länger. Die beiden da oben. Wenn das Essen fertig ist, gehen die essen und dann können die noch ein bisschen spielen. Wobei, eigentlich muss ich nicht überziehen, ne? Ich weiß es nicht. Weil wenn ich jetzt warte, bis die hier da oben dann zum Schlafen kommen, dann wird es ein bisschen lange. Gehe ich mal von aus. Obwohl, geht eigentlich, ne? Ich meine, sie ist ja noch am Kochen jetzt. Und du kannst ja dann zum Essen rufen, alle. Dann dürfen die auch nach unten kommen. Genau. Genauso wie sein Freund, der dürfte dann auch nach unten kommen. Genau, da ist er schon, Cornel. Warum ist das jetzt hier gelb? Backt gerade ein bisschen rum, ne? Ja.
hat nur rumgebackt. Und dann bleiben die aber auch drin nach dem Essen. Ach nee, die wollten ja eigentlich im Baumhaus übernachten, ne? Mal schauen, ob das geht. Ob da auch Cornell damit übernachten kann drin. Und wieso? Oh, Tobi ist ausgeschlossen. Moment. Ach ja, wegen dem Kinderstuhl vermutlich, ne? Können wir den mal kurz... Ich muss mal hier das Ding... Vorübergehend wird das mal hier zwischengelagert. Dann kann ich das nämlich hier ins Eck stellen. Dann kann auch Tobi was essen. Der muss ja jetzt nicht unbedingt hier ausgeschlossen werden. Ist ja auch der Arme, ne? Ja gut, jetzt kann er hin. Jetzt kann er mit seinem Freund zumindest noch ein paar Minuten essen. Tut mir jetzt leid, Tobi. Wollte ich nicht. So. Oh, ach, warum hat der Urlaub? Und was machst du überhaupt? Ach, mit der Katze. Irgendwas. Du schaust Fernsehen? Gut. Dann kannst du mal kurz brav sein und alles schön aufräumen. Wo ist dein Freund hin? Macht Hausaufgaben, oder wie? Ach, der macht Hausaufgaben zu 88%. Die hat er ja gestern bei uns angefangen. Die macht er jetzt nur fertig. Gut, dann gehst du... Genau, du gehst mal aufs Klo und dann kannst du hier oben weiter spielen. So. Und dann kannst du deinen Freund rufen und dann schauen wir mal, ob die da oben übernachten können. Wenn sie fertig sind mit Spielen. Ach, das ist so eine Lavalampe, das Ding. Da kann man sogar... Cool, cool. Cool. Machen wir die mal violett. Und dazu passend weiß die Farbe. Cool. So, was macht Tobi? Geht nach unten in seiner Pfadfinderuniform. Du kannst dann auf jeden Fall mal deinen Freund rufen und dann schauen wir mal, ob die da schlafen können. Oben. Bitte hört mal auf zu plaudern. Ich möchte jetzt nicht, dass das wieder verbuggt. So, schauen wir mal. Bist du oben in deinem Baumhaus? Nein, noch nicht. Aber gleich. So, nach oben einladen, Cornell. So, schauen wir mal, ob er kommt. Lasst euch nieder, meine loyalen Untertanen, auf ein Tässchen Tee und ein Stück Kuchen. Ein bisschen hurtig, bitte. Finde ich cool. Oh, Mann. Cornell, kommst du? Ich hoff's. Ja, ich glaube, der kommt. Oh, diese endlosen Proklamationen, Deklamationen, Rezitationen und dogmatischen Thesen sind wirklich ermüdend. Niemand gönnt mir eine Pause, selbst das Fest habe ich versäumt. Ich glaube, da wird gerade jemand zum König. So. Könnt ihr ein bisschen spielen, ist ja egal. Macht ruhig, Festessen und was auch immer. Irgendwie schon echt cool, ne? Die beiden, ne? Gute Freunde sind auch nicht schlecht. Dieses Truthahnbein ist wahrlich größer als mein Kopf. What the fuck? Was laberst du, junger Mann? Können die jetzt hier drin alle beide schlafen? Schlafen bis 7 Uhr. Was passiert jetzt da? Ich glaube, die beiden schlafen... Also, Tobi Nee, er schläft nicht. Okay, er kann nicht schlafen, weil Cornell da drin ist. Schaut zumindest so aus. Was passiert jetzt, wenn er allein darauf geht? Ich möchte halt jetzt nicht unbedingt, dass er im Baumhaus schläft und Cornell dann irgendwo drin. Aber es sieht gerade so aus, als ob sie das so machen, ne? Nee, das ist auch blöd. Komm da runter. Dann machen wir das folgendermaßen. Huch. Oh, ewig treu. Okay, cool. Wie sieht's jetzt aus? Moment. Kriege ich hier irgendwo den Schlafsack unter? Aber vermutlich nicht, weil dann kommt keiner mehr vorbei hier, ne? Nee, dann kommt hier keiner mehr vorbei. Das ist blöd. Dann könnten wir aber mal... Wir könnten es... Moment. Vorübergehend mal kurz das hier so machen. Mal kurz das Spielzeug hier rüberräumen. Inklusive der komischen, dämlichen Puppe hier, die ich auch nicht verkaufen kann. Und dann können wir mal schauen, ob wir hier den Schlafsack ins Eck bekommen. Kann nicht auf anderen Objekten platziert werden. Welche anderen Objekte sind denn da? Okay, das geht scheinbar nicht.
Hier geht's auch so nicht. Ah ja, hier kann er nicht rein, deswegen. Ah, das ist blöd. Okay. Ich platziere den mal kurz vorübergehend hier draußen. Da bleibt er natürlich nicht. Ich will ihn ja jetzt auch nicht im Gang schlafen lassen. Entschuldigung. Alter. Was ist denn jetzt falsch? Moment mal. Ah, Alter. Spontan irgendwas in den Hals zu bekommen, ist immer super. Wow. Hier kann ich den Schlafsack ja auch nicht platzieren, weil da die Tür direkt dahinter ist. Das geht jetzt nicht. Was kann ich denn da mal machen? Ich könnte das vielleicht hier mal das ganze Zimmer ausräumen einfach mal. Geht's dann vielleicht? Ah, guck mal, hier kann er schlafen. Ich frage mich nur, ob er dann hier rein kann, noch in sein Bett. Wird sich zeigen, hier kann ich gerade das nicht mehr platzieren. Das ist jetzt blöd. War die da gestanden? Nee, die war doch hier. Die war doch hier gestanden, oder? Die Kiste. Die war doch hier. Hm, bin ich jetzt doof? Oder waren die Kuscheltiere hier? Hä? Kann ich auf... Ist das Ding... Backt das Ding hier wieder rum? Moment. Backt das Ding hier wieder rum? Ich glaube, dass da dieses Hä? Oder ist das der Teppich, der hier rumbackt? Irgendwas backt doch hier gerade. Nee, das ist der Stuhl. Aber hier, das ist doch vorher auch hier gestanden, das Ding. Hä? Bin ich jetzt echt so blöd? Moment. Das will ich jetzt noch wissen. Das kann ich so... Okay, so geht's. Hä? Ich muss das jetzt nicht verstehen, ne? Nein, ich glaube, ich muss das nicht verstehen. Der Teppich war also nicht daran schuld. Und das Ding auch nicht. Es war also scheinbar dieser Stuhl. Aus unerfindlichen Gründen. Gut, da müssen wir halt nur das Ding dann später wieder hinstellen. Aber sonst geht's ja. Dann kannst du ja eigentlich... Tobi kann mal hier nee, nicht entspannen, sondern direkt schon schlafen. Und ja, Cornell kann er dann hier schlafen. Und ich würde sagen, man sieht sich dann auch in der nächsten Folge. Ich mache jetzt nämlich eine Aufnahmepause. Und ja, bis zum nächsten Sonntag. Bis dahin. Servus.